Ein herzliches Willkommen, Markus Reuter, live aus Berlin zugeschaltet. Oh, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, schön, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ja, ich freue mich auch. Sag mal ganz vorsichtig, ein außergewöhnlicher Musiker. Ja, weiß ich nicht. Kommt ja drauf an, was ihr wisst über mich, ne? Wir haben dich ja hier, um ein bisschen mehr zu erfahren. Super. Genau. Ich glaube, als wir Kontakt aufgenommen haben, hatte ich dir, glaube ich, wenn ich mich nicht geschrieben, dass es schön wäre, wenn du mal Zeit hättest, dass wir über dein Universum sprechen. Was hast du gedacht? Passte das oder eine Formulierung für dich oder hast du gedacht, was ist denn da los? Nee, das passt natürlich, weil ich ja auch einfach früh angefangen habe und einfach eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich habe, ja, die mir selbst gar nicht so klar ist. Ne? Bloß wenn dann irgendwie Leute fragen, Markus, was machst du eigentlich? Und ich fange dann an nachzudenken und versuche, wie Deutsche so sind, halt eben eine richtige Antwort zu geben. Ne? Mhm. Und dann merke ich, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie 12 Stunden erzählen. Und ja. Das ist halt eben ja schon, also ich habe halt einfach sehr viel erlebt im Leben. Ne? Das ist so. Ja. Mhm. Deswegen ist schon ein Universum. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz vorne anfangen, um dahin zu kommen, zu den Instrumenten, die du heute spielst. Du hast mit 3 Jahren schon angefangen, Mandoline, Gitarre und andere Seiteninstrumente zu spielen. Mhm. Bist du aus einer besonders musikalischen Familie oder wie kam es dazu? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin geboren in Lippstadt. Das ist, wo ist das? Zwischen Dortmund und Paderborn. Ostwestfalen, genau. Aber irgendwie so in the middle of nowhere. Und ich hatte einfach irgendwie nicht viel Kontakt zu Musik, bis auf so die Musikschule erst. Und dann, war ich als 10-Jähriger, als 9-Jähriger bei einem Mike Goldfield-Konzert, wo mich meine Mutter und mein Onkel mitgenommen haben. Und das war für mich so der Anfang eigentlich. Also da, ich glaube, dass ich da als 9- bzw. 10-Jähriger zum Profi geworden bin, werden wollte. Und und dann ab dem Zeitpunkt habe ich einfach nur noch Musik gemacht. Ne? Und jetzt bin ich fast 50, also es sind also gut 40 Jahre jetzt. Das ist crazy. Ja, und als Musik, also du hast ja gefragt, ein Musikinstrument, Ralf. Ne? Ja. Ich habe dann, also das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ich halt, wie gesagt, über diese Oldfield Connection habe ich dann auch richtig Klavierunterricht mal genommen, weil ich halt eben auch lernen wollte, so wie funktioniert Musik und so. Und auf dem Klavier kannst du das eben, ist es erstmal einfacher zu verstehen als auf einer Gitarre, fand ich damals auf jeden Fall. Und bin dann also über Umwege auf King Crimson gekommen und war dann tatsächlich als 18-Jähriger in einem Kurs mit dem Robert Fripp. Und wow. Das war wirklich, hat mein Leben verändert. Da habe ich also auch Robert Fripp, der Gitarrist von King Crimson. Genau. Ihre Prog-Rock-Band aus den 70er Jahren. Genau. Und wie kam die Connection zu ihm zustande? Über den Klavierlehrer, der mir halt eben King Crimson hat King Crimson erwähnt und hatte mir damals mal so ein Tape gemacht. Damals kannte ich auch Yes und sowas noch nicht. Und da war halt, hat mir so ein Tape gemacht, wo auf einer Seite Heart of the Sunrise von Yes war und auf der anderen Seite war ein Stück von David Thorne von der Platte Cloud About Mercury, die auf ECM rausgekommen ist damals, 87 oder 86 war das, glaube ich, um den Dreh. Und das ist eine Platte, wo halt eben der Tony Levin schon diesen Chapman-Stick drauf spielt und der David Thorne halt eben ganz toll Gitarre, also sehr, sehr, sehr viel so mit Texturen und so weiter. Und aber auch von seinem solistischen Spiel und so einfach eben so Tonfolgen gespielt hat, die ich halt eben so im, sag mal, im traditionellen Bereich oder auch im anderen Jazzrock-Bereich, sage ich mal, ganz selten gehört habe. Das hat mich sehr inspiriert. Und der Robert Fripp ist halt auch eben wirklich ein, nicht nur irgendwie ein großartiger Gitarrist an sich, sondern er hat halt eben auch sowas wie so einen eigenen Stil einfach erfunden. Und für mich gehört Oldfield halt auch dazu. Ne? Also jemand, der so seinen eigenen Stil, seinen eigenen Sound erfindet. Und das hat mich halt einfach immer inspiriert. Und als ich beim Fripp da im Kurs war, als 18-Jähriger, habe ich ihn mal gefragt, ja, wie ist denn das so? Hast du auch einen Chapman-Stick mal und so, weil der Tony Levin ja in der Band von, also in King Crimson den Stick auch gespielt hat und da gesagt, er findet er total toll, also hat er auch richtig, er findet er richtig geil so und wenn er nochmal jung wäre, würde er das gerne spielen. Und irgendwie hat mich das total inspiriert, weil da ist irgendwie jemand, den ich so toll finde, was er musikalisch macht und irgendwie ein guter Lehrer zu sein schien, das kam mir damals schon so vor und dann hat er gesagt, oh, dann mache ich das. Ich bin jung genug irgendwie und dann habe ich mir halt eben einen Stick besorgt. So fing das dann an. Und das war wirklich, also jedenfalls, also das war wirklich so interessant, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht so
so bewusst irgendwie musiziert, weißt du, da habe ich auch nicht geübt oder irgendwie sowas. Also da war das eben irgendwie sowas, das konnte ich einfach oder das habe ich einfach so gemacht. Aber da bei dem Trip habe ich dann gelernt, okay, wenn man sich irgendwie was vornimmt, wenn man ein Ziel hat, wenn man irgendwie auch weiß, wie man dann übt, ne, wie man lernt, dann kann man halt auch wirklich, sag ich mal, sowas wie Träume erreichen tatsächlich, ja, verwirklichen. Okay. War das denn zu der Zeit, hast du da schon gedacht, okay, ich werde jetzt professionell oder mein Leben mit Musik machen und gestalten, oder war das noch in so einer Erfindungsphase, vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium oder was? Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass ich es, glaube ich, tatsächlich schon wusste. Ne? Also wenn's, wenn ich aber so noch nicht wahrhaben wolltest, ne? Nee, also ich meine, das Gute war, dass der Fripp und auch mein, ich war auf dem Gymnasium und war in der Oberstufe und da hatte ich halt Leistungskurs Musik auch. Und der Fripp, sowohl als auch der Karl-Heinz Stretmanns, der mein Lehrer in der Schule war, die haben beide gesagt, Markus, studier auf keinen Fall Musik. Ja. Und was sie damit meinen, ist natürlich irgendwie, dass man das dann irgendwie zu schnell professionalisiert und damit Geld verdienen muss. Und dann kommt es in so eine Mühle, wo du häufig dann, ich sag mal, als Musiklehrer endest, wenn ich es jetzt mal endest. Hätte ich damals nicht so gesehen, aber eben der Karl-Heinz Stretmanns, der eigentlich ein sehr guter Komponist war, der hat gesagt, er hat also wirklich das, was er in seinem Leben eigentlich machen wollte, nicht machen können, weil er in die Lehre gegangen ist. Mhm. Und er hat fast so Tränen in den Augen gehabt, als er mir das gesagt hat und hat gesagt, Markus, mach das nicht, mach du das, sei du der Komponist, der du bist. Mhm. So. Und das war halt eben eigentlich noch, bevor ich überhaupt das Instrumentalistsein für mich entdeckt hatte. Ja, das war wirklich ganz interessant. Und für mich ist halt eben die treibende Kraft eben dieses Komponieren, also das Klangwelten erschaffen. Und das eigentliche Musizieren, also das eigentliche dann das physikalische Spielen, ne, das war irgendwie, war mir immer so ein bisschen zu schwierig eigentlich. Ja, anstrengend ist das richtige Wort. Klappt aber inzwischen ganz gut. Ja, genau. Ja, ich habe mich drüber hinweggesetzt. Ne? Und das war wirklich ein Kraftakt. Ne? Ich weiß das noch, als ich dann das erste Mal den Stick in der Hand hatte und dann dachte, was ist das denn? Das ist ja wirklich wie von einem anderen Planeten. Mhm. Ehrlich, ne? Und das würde ich heute noch sagen zu dem Ding, aber das war wirklich dann so, habe ich gesagt, Markus, entweder machst du es richtig oder machst du es nicht. Ne? Ja. Und hattest du denn auch zu Tony Levin dann auch Kontakt? Nee, so früh halt nicht. Mhm. Das mit dem Tony Levin war dann, habe ich auch eine ganz witzige Geschichte, weil King Crimson hatte 2008 eine Tour zum 40. Jubiläum. Und das war so eine ganz, eine Tour, die, glaube ich, nicht gut war. Also ich habe die Konzerte auch gesehen. Ich glaube, ich habe 6 Konzerte gesehen. Ich war in den USA drüben, weil ich eben ja auch als Fan oder damals mit dem Pat Masolotto schon zusammengearbeitet hatte. Und war dann halt eben bei den Shows. Und da ist der Tony, war ich bei einer Show und ich war im selben Hotel wie die Band. Mhm. Und da bin ich dann auf dem Weg nach der Show hinterm Tony hergegangen und man hat gemerkt, dass er gemerkt hat, dass ich hinterher bin. Stalker. Und er hat gedacht, ich wäre ein Stalker. Und das war irgendwie total witzig, weil nein, war ich wirklich nicht. Ich war wirklich im selben Hotel und hatte denselben Heimweg quasi. Mhm. Und das war ungefähr so 3 Jahre, 2 Jahre, bevor ich dann mit Tony mich das erste Mal getroffen habe, mit Tony und Pat und dann halt gemeinsam die Band Stickman gemacht habe. Ne? Also Tony kam erst recht spät ins Spiel. Also vorher war es der Pat. Pat Masolotto habe ich bei einem King Crimson Konzert in München, im Zirkus Krone im Jahr 2000, nach der Show kurz getroffen. So, und der Trey Gunn, der auch eben Stick gespielt hat und dann eben War Guitar, der war dann mit dem Pat am nächsten Tag zusammen im Zug, sind die nach Bonn gefahren. Die nächste Show war in Bonn. Mhm. Und ich war auch im Zug. Und habe die zufällig dort getroffen und habe mit denen im Abteil gesessen. Das war wirklich, also ne, dadurch, also das Interessante, ne, den Trip habe ich quasi bewusst aufgesucht. Mhm. Ja, aber alles, was danach kam, waren eigentlich so Zufallsbegegnungen. Ja. Und das war irgendwie schon richtig toll. Ne? Und mit Pat habe ich mich sofort gut verstanden, war dann irgendwie 5 Jahre lang sein Webmaster erst. Und, ja, in der und Zeit 2005, hast du dann auch auf den Stick geübt, ne? Ja, genau. Ich habe ja, ich meine, dann wirklich professionell in Anführungsstrichen Musik gemacht, habe ich ja relativ früh. Ich habe ja dann 1996 meine erste Band gehabt, Europa String Choir hieß die. Die war auch beim Fripp auf dem Label mit 2 Alben. Und aber dann so, sage ich mal, diese nächsten großen Schritte, die kamen dann erst über Pat dann wirklich so 2005.
Aber wie ist denn das mit dem Stick, wo du gesagt hast, dass du dir, hast du dir einen Stick besorgt? Das ist ja nun auch irgendwie ein, sag ich mal, sehr rares Instrument. Also ich glaube, weltweit gibt es ja nur eine, weiß ich mal, eine vierstellige Zahl, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, von Spielern, die das überhaupt spielen. Das ist ja dann, ja. Sag ich mal, das bringt man sich selber bei, oder da findest du ja jetzt nicht um die Ecke irgendwo einen Sticklehrer, der dir das da beibringt. Genau deswegen ist das ja auch so cool, dass ich halt über diese Connection mit Fripp, über Guitarcraft, wie die Schule hieß, die er hatte, Kontakt direkt zu diesem Trey Gunn hatte, der ja eigentlich der, neben Tony, der eigentlich der bekannteste ist, der dieses Instrument spielt. Jetzt mittlerweile gehöre ich dazu, ja, aber damals waren es eigentlich nur die beiden. Und die waren ja dann auch in King Crimson in diesem Double Trio, ne, bis der ja in den 90ern. Und da habe ich vom Trey ein gebrauchtes Instrument gekriegt. Damals auch recht günstig, ich glaube $1,000 war das. Damals war dann, der Kurs war irgendwie total super. Also ich habe das relativ günstig. Ja. Aber wie gesagt, als ich es dann in der Hand hatte, ne, dachte ich, oh mein Gott. Was machst du jetzt damit? Also in meinen Träumen war das alles so, ah ja, dann so und so und so und so. Ne? Aber ja. Mega. Aber jetzt musst du mir mal erklären, du bist ja Gitarrist eigentlich, oder? Würdest du dich als Gitarrist bezeichnen? Du, ich würde mich einfach als Musiker bezeichnen. Musiker. Aber das Interessante ist, das ist genauso wie beim Pat Maslott zum Beispiel, der natürlich hauptsächlich als Schlagzeuger bekannt ist. Genau. Aber wenn du ihn beobachtest, wie er im Studio arbeitet, wie er agiert, wie er halt überhaupt mit der Materie Musik umgeht, dann siehst du sofort, nee, der ist Musiker. Es ist ein Unterschied. Mhm. Weil es gibt Leute, die sind halt, sage ich mal, so mit ihrem Instrument verwachsen, dass das so ist. Das ist das Einzige, was sie können. Das ist auch diese einzige Perspektive, die sie einnehmen können. Aber die Musiker, sage ich mal, die ein Instrument beherrschen und gleichzeitig sowas wie so diese Produzentenbrille aufsetzen können. Mhm. Weißt du, so dieses Bigger Picture haben von dem, was passiert da eigentlich? Wie interagiert das? Wie klingt das Ganze? Blablabla. Das sind, also da zähle ich halt zu. Ne? Also ja. Ich bin halt nie so fixiert. Und wenn du mir sagst, ja, Max, du bist Gitarrist, ja, bin ich auch, klar. Mhm. Ja, also ich war jetzt mit Gary Husband im Studio zum zweiten Mal, ne? Das war im September jetzt letzten Jahres, das Album ist noch nicht veröffentlicht. Und habe ich auch gedacht, ach komm, jetzt nimmst du einfach mal gar kein Instrument mit, nimmst einfach das, was im Studio, was es da so gibt. Mhm. Und dann habe ich zum ersten Mal seit über 30 Jahren eine akustische, also eine Nylon-Saiten-Gitarre gespielt. Mhm. Hat mich total überrascht. Das war wirklich so, als hätte ich es nie nicht gemacht. Und habe direkt irgendwie beim Opener direkt klassische Gitarre gespielt. Ja. So. Also, ja. Ich habe eigentlich gefragt, weil der Tony Levin ist ja bekannt als Bassist mit Peter Gabriel und King Crimson natürlich. Ach, damals auch, hat mich sehr fasziniert, im Rockpalast bei Peter Gabriel schon den Stick mal ausgepackt. Das war genau. In der 70er Jahre. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Und ich wollte eigentlich von dir mal wissen, ja, was ist das denn eigentlich, der Stick? Was ist das für ein Instrument? Das ist ein Saiteninstrument, aber anders als ein Bass oder eine Gitarre oder vergleichbar. Genau, also das... Also man muss das halt unterscheiden. Das Instrument an sich ist natürlich wie eine Gitarre oder wie ein Bass, weil es halt Saiten sind, die gespannt sind über einem Griffbrett. Ja, also das ist ja das, was eigentlich ein Saiteninstrument ausmacht. Bei der Geige hast du keine Bünde, bei Fretless Bass hast du keine Bünde. Aber das ist eigentlich das Prinzip. Ne? Du teilst die Saite mit dem Finger und auf eine Seite der Saite schwingt. Und wird dann entweder über einen Korpus verstärkt oder über einen Tonabnehmer oder so. Ne? Mhm. So. Das ist genau das Gleiche, ne, beim Stick oder bei der Touch-Gitarre. Ist exakt das Gleiche. Bloß die Spieltechnik macht es zu was ganz anderem. Und das ist halt das, was man halt verstehen muss. Guck mal, bei einer Gitarre ist es so, da teilst du die Saite mit einer Hand und mit der anderen Hand schlägst du an. Das heißt, du hast diese Aufgabenteilung. Ne? Du musst also, die Energie kommt von der Schlaghand, ne? Und die Tonhöhe kommt von der Greifhand. So, bei den Touch-Instrumenten ist es so, dass du mit einem Finger beides machen musst. Das heißt, es ist also, dass den Finger auf die Seite legen, wie bei einer Gitarre, hat nichts damit zu tun, wie ich den Finger runterschnellen lasse bei der Touch-Gitarre, um genügend Energie in die Seite reinzugeben, in dem Moment, wo ich sie greife. Ja. Weißt du? Also das heißt, also du musst also praktisch mit dem einen Finger musst du viel mehr machen, was schwieriger ist und, sage ich mal, filigraner ist, aber gleichzeitig gibt dir das so eine extreme Nähe zum Ton, weil du musst ja nicht zwei unterschiedliche Sachen koordinieren, um den Ton zu bekommen, und das macht das halt eben so von dem, wie ich sagen würde, so von diesem emotionalen Ausdruck so eigentlich sehr
potenziell sehr stark, weil einfach viel passieren kann in einem ganz kleinen Bereich. Mhm. Also es ist im Prinzip diese Tapping-Technik, die man von Gitarristen kennt, aber mit beiden Händen. Beim Tapping ist es so, dass, also ja, aber beim Tapping ist es so, dass das Tapping keine reine Touch-Technik ist. Mhm. Beim Tapping ist es immer die Interaktion zwischen der gegriffenen Seite der anderen Hand und der getappten Seite. Was heißt die getappte Seite? Da kannst du sogenannte Pull-Offs oder Hammer-Ons machen. Das heißt, ne, das kannst du auf der Touch-Gitarre oder auf dem Stick kannst du das auch machen. Aber das ist nicht die Idee der puren Technik. Die pure Technik ist tatsächlich nur, den einen Finger runterzubringen. Das unterscheidet sich also, sage ich mal, dann in der, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt benennen soll, also in diesem Genre des Sounds, das entsteht. Ja, jetzt zum Beispiel Van Halen oder sowas, der natürlich Tapping und sowas wie eine Touch-Technik, sage ich mal, komplett um die ganze Welt gebracht hat, dessen Technik kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem, was ich mache. Mhm. Ja, obwohl es eigentlich das Gleiche ist. Aber da ist so viel Spielraum, irgendwie da unterschiedlich zu artikulieren. Ja. Und ja. Und was macht letztendlich den besonderen Sound, der den meisten Leuten ja super gefällt, von so einem Stick aus? Ja, also es ist natürlich die Konstruktion, es sind die Pickups und so weiter, ne, also diese technischen Details. Aber dann ist es halt die Seitenspannung. Das ist eben auch ein großer Unterschied. Bei einem normalen Bass oder bei einer normalen Gitarre hast du eine insgesamt viel höhere Seitenspannung. Mhm. Das heißt, dass der Ton halt viel schneller und twangiger ist. Von sich aus schon, also mehr Bang macht. Mhm. Ja, also, ne, so bei der Touch-Technik, dadurch, dass, sage ich mal, die Lautstärke abhängig davon ist, wie schnell der Finger runterkommt, ja, hast du die Möglichkeit, sage ich mal, eine gewisse Art von Weichheit des Einschwingens des Tones zu machen. Also du hast also praktisch ganz viel Varianz in dem, wie der Ton einschwingt. Das ist etwas, was dann, sag ich mal, beim Tony zum Beispiel in den 80ern oder bei Gabriel schon, so diesen gummiartigen Sound. Mhm. Wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist so ein bisschen das sind zum Beispiel so Sachen, das kriegst du nur, wenn die Seite nicht so hart gespannt ist. Kann man sich vorstellen, wie beim Gummiband. Ja. Wenn du Gummiband hältst und blum blum, ne? Je weicher du das machst, desto gummihafter klingt das auch. Ne? Ja. Ja, wahrscheinlich gibt es auch. Da liegt das primär. Wahrscheinlich gibt es da wahrscheinlich auch physikalische Grenzen, wenn die jetzt so viele, ich meine, der Stick, wie viele Seiten hat der? 12, 14? 10 ursprünglich. Ja. Dann kommst du wahrscheinlich auch an physikalische Grenzen, ne? Wenn die jetzt mit der gleichen Spannung wie bei einer normalen Bass gespannt sind, dann würde wahrscheinlich der Hals das gar nicht mitmachen, könnte ich mir vorstellen. Genau, und du kriegst den Tonumfang dann auch nicht in den Ganzen, je nachdem. Ne? Also ich habe zum Beispiel, mein Instrument ist zum Beispiel noch einen Ganzton tiefer gestimmt, als wie der Chapman Stick ursprünglich gestimmt war. Mhm. Das heißt, es geht noch weiter runter, hat also noch viel mehr Subbässe und so. Ne? Aber wie kam es denn dazu, dass du hast ja dann mit dem Stick angefangen? Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt baue ich meine eigene Gitarre. Was war denn da der Auslöser, ein eigenes Instrument quasi zu entwickeln? Ja, also das könnt ihr bestimmt nachvollziehen. Also immer, wenn meine Eltern mich gefragt haben, Markus, was machst du denn da eigentlich? Ja, konnte ich denen dann da vielleicht eine CD hinlegen oder sowas? Aber alles praktisch, was ich gemacht habe, war so idealistischer Wert. Weißt du? So, und dann habe ich einfach gedacht, okay, ja, was, Markus, was kannst du denn eigentlich, was ein Objekt sein könnte, was du deinen Eltern zeigen kannst, wo die sehen halt, ach, das macht der. Ne? Und, also das klingt zwar blöd, aber das war echt wirklich eine Riesenmotivation. Aber also jetzt so praktisch gesehen war es so, ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, ich habe da ein Wissen angehäuft über die Technik und die Instrumente, die es gab. Die waren alle, sage ich mal, gebaut eher als Erfindungen, damit Leute sich die Technik ausdenken konnten. Und jetzt habe ich dann mich gefragt, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt mal zu einem Gitarrenbauer gehe, der eigentlich überhaupt kein Interesse hat, so ein Instrument zu bauen. Aber wenn ich dem sage, ich habe aber diese Technik und ich möchte, dass du zu der Technik ein Instrument baust. Und das habe ich halt gemacht. Und das ist halt dieses Instrument geworden, was jetzt eben so ein, ich Anführungsstrichen, Siegeszug irgendwie gemacht hat. Weil es tatsächlich so ist, wenn du das Instrument in die Hand nimmst, spielst du Musik. Also es ist irgendwie, es lädt dazu ein, dass man damit Musik macht. Mhm. Beim Chapman Stick ist es halt ursächlich so, also weil eben der Chapman auch diese klare Vision hatte,
dass es halt eben erstmal abweicht von dem, was man versteht als Mensch. Allein die Anzahl der Seiten, ne, wie du gesagt hast, das, ne, also eigentlich finde ich das doof, wenn Leute sagen irgendwie, ja, ich komme ja nur mit 4 Seiten, also dann mit 6 oder mit 8 oder was weiß ich. Ja. Das, da kann man ja irgendwie drüber schmunzeln, aber ist, ab einer gewissen Anzahl ist es echt so. Ja? Weil irgendwie, es sind ja nicht nur 10 Seiten ursprünglich gewesen, sondern auch noch in 2 Sektionen. Und dann sind die beiden Sektionen auch noch unterschiedlich gestimmt. Da musst du, dir mal vorstellen. Aber ja? Ich, wenn ich das richtig... Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, das sind halt alles so Sachen, die ich dann halt einfach praktisch aus der Gleichung rausgenommen habe. Gesagt habe, okay, ich baue erstmal nur 8-seitige Instrumente und die haben immer die gleiche Stimmung und das ist einfach nur eine Reihe von seinen, von der tiefsten zu hohen, wie man das so gewohnt ist und so weiter. Und habe dann irgendwie so praktisch so diese ganzen Variablen rausgenommen, die Leute irgendwie daran hindern, gehindert haben, das muss ich ja jetzt sagen, irgendwie das Instrument relativ schnell zu lernen. Das war immer mein Ziel, dass Leute das schnell lernen können. Ist das, aber ich glaube, es ist ja auch so, wenn ich, also ich immer so den Stick, das war, hatte ja also immer so einen Gimmick-Charakter, ne? Das war dann, genau. Ja, das hat er mal so für einen Titel irgendwo so rausgeholt, dann war das irgendwie, oh, guck mal, der spielt ja den Stick. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bei deinen Gitarren ist ja schon so, dass du sagst, die kann man auch wie eine in Anführungszeichen normal spielen. Das ist jetzt nicht nur so ein Gimmick, ja, was du jetzt nur mit dieser Technik spielen kannst, sondern das ist dann, ja, weiß nicht, so ein bisschen hybrid, dass man sagt, die normale Technik in Anführungszeichen kann man dann da auch spielen, ne? Oder die. Genau, aber die Idee war halt, dass man eben mit der Touch-Technik halt eben auch den Sound kriegen kann, der halt, sag ich mal, in Anführungsstrichen angemessen ist, nicht nur ein Gimmick zu sein. Mhm. Weißt du? Weil ja. Das hat mich hat das damals also wirklich in Anführungsstrichen sogar emotional berührt, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwie dieses musikalische Instrument, was eine geile Idee hat, aber es ist halt so umgesetzt, dass es keine Chance hat. So, und das hat mich irgendwie gestört. Und zuerst, als ich dann noch nicht daran gedacht habe, mal so ein Instrument zu bauen, habe ich halt gedacht, okay, jetzt finde ich halt erstmal raus, wie man das richtig macht, wie ich das spielen kann, wie ich Artikulationen kriege, wie ich Staccato, wie ich Legato, wie ich diese ganzen musikalischen Grundbegriffe erstmal, sage ich mal, technisch umsetzen kann auf dem Instrument. Und daraus ist ja dann erst entstanden die Idee, dann dafür das Instrument zu bauen. Ne? Deswegen kann man sich das also vielleicht auch als Außenstehender vorstellen, was das für ein Schritt nach vorne ist, weil da steckt halt eben praktisch die intensive Auseinandersetzung mit der Grundidee dahinter, plus dann die Umsetzung in die neue Neuzeit. Und das Instrument gibt es ja jetzt auch, das meine U8 heißt das Instrument, das Modell. Das ist jetzt auch, seit 2007 haben wir den ersten Prototypen gehabt. Ne? U8 heißt das Modell. Und genau. Wie heißt das Instrument grundsätzlich? Also Touch Guitars ist die Marke. Touch Guitar. Genau. Okay. Und also Touch Guitar wurde früher als Begriff für diese Art Instrumente halt schon benutzt. Mhm. Und es gab auch jemanden, der in den USA mal ein Instrument unter dem Namen gebaut hatte. Den hatte ich dann auch kontaktiert, hat mit dem auch geredet und so, als ich mir die Marke angemeldet habe, weil er hat das nicht angemeldet gehabt. Hatte auch keine Internetdomains damals und so. Und der hatte aber auch effektiv keine Instrumente mehr gebaut. Und erst hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, aber da er halt eben dann auch dann irgendwie quasi nichts mehr gesagt hat, habe ich dann gesagt, okay, auf jeden Fall hatte ich die Marke Touch Guitars dann und Touch Guitar ist sowas wie ein Begriff, den man jetzt dafür benutzt, aber das könnte auch Tapping-Gitarre oder was weiß ich heißen. Mhm. Ich habe bloß das Glück gehabt, dass also eben dieser, dass ich den Markennamen schützen lassen konnte. Ja, so. Mhm. Ja. Super. Und aber ja. Wie gesagt, das kann man, ich meine, das Interessante ist, du kannst, also wenn du jetzt sagst, Ralf, du hast eine Gitarre da, eine ganz stinknormale Gitarre, dann kann ich dir auch mit der ganz normalen Gitarre diese Technik demonstrieren. Also du könntest die Technik auch auf einer normalen Gitarre erstmal lernen. Es ist natürlich nicht so, das Instrument ist nicht dafür eingestellt, nicht dafür gebaut. Aber, weißt du, das ist das was Konzept ich meine. Das Konzept könnte ich lernen. Das ja. Konzept kannst du lernen und es hat also eben praktisch das Konzept. Deswegen muss man halt das Konzept und das Instrument auch ein bisschen auseinanderhalten. Okay. Ja. Dann lass uns doch mal, Georg, in einen Titel reinhören, wo die Touch-Gitarre oder der Stick. Ja, jetzt haben wir haben in der Vorbesprechung ja schon, ich glaube, dein Katalog von Alben geht bald in die dreistellige Zahl, ne? Oder da müssen wir doch auch noch drüber sprechen. Das ist ein gesondertes Thema. Ja. jetzt weiß ich nicht, wo wir. Ja, was hast du denn? Was hast du denn da? Ich könnte von der Truth 2 oder vom Truth Album oder von denen, wo du beteiligt warst. Mach mal was vom Truth Album an, ruhig. Von dem ersten?
Ja. Ja, mach euch den ersten Titel. Genau, genau. Truth heißt er auch. The Truth. Genau. Von Truth 2020, glaube ich, ist das Album. Sprechen genau, wir gleich ein bisschen. Genau, vor 2 Jahren rausgekommen. Ja, okay. Das gefällt mir super gut. Das hast du jetzt alleine produziert oder gab es Band? So ein Trio, ne? Mit Musiker. Das ist ein Trio, genau. Das ist ein Trio und tatsächlich mit zwei meiner, also der Asaf Sirkis, der Schlagzeuger, das war so einer, von dem habe ich zum ersten Mal, glaube ich, 2008 oder so gehört, als Bill Bruford über ihn gesagt hat, das ist der beste Schlagzeuger überhaupt, sein Lieblingsschlagzeuger und so. Und da habe ich dann immer geträumt irgendwie, ja, wie wäre dann das mal mit so jemandem zu spielen. Und der Fabio Trentini, der ist Italiener, der aber Anfang der 90er nach Deutschland gekommen ist und der ist ziemlich groß rausgekommen, weil der Guano Apes produziert hat und so. Der war also sehr erfolgreich als Produzent. Und ist einfach einer, so ein Musiker, so ein Alleskönner, sag ich mal. Also der genialer Sänger, genialer Bassist, Gitarrist, Produzent. Und den habe ich dann gewinnen können, endlich mit mir da mal Musik zu machen. Also ich habe viel, sag ich mal, für ihn gemacht. Und dann ist er endlich mal jetzt in unser Universum gekommen. Und ich sage jetzt unser Universum, weil ich, also Moon June Records sagt euch vielleicht was. Also das ist halt das Label, mit dem ich, wo ich das Glück hatte, eben mit dem Leonardo Pavkovic, der das Label hat, in Kontakt zu kommen. Er hatte mir wohl irgendwie schon, ein paar Jahre lang ist er mir schon irgendwie gefolgt so und dann habe ich über Stickman habe ich ihn kennengelernt, weil er dann eben der Booking Agent von Stickman geworden ist, seit 2013 oder sowas, weiß nicht mehr genau, 2014 oder so. Und diese Moon June Family, das ist wirklich so einfach so eine Ansammlung von den wirklich tollsten, muss ich sagen, also auch wenn ich mich, ne, also ich bin auch dabei halt, ne? Ich kann es immer noch nicht glauben. Und also ich habe hier, nur ganz kurz, also ich glaube, das hier, wenn ich es richtig gesehen habe, sind deine Beteiligungen in den letzten Jahr oder 2 Jahren, also ne, verschiedenen Formationen, also, jetzt nicht nur also da. Also was das Interessante ist bei Moon June, ist, dass der Leonardo quasi als Musikfan da wirklich reingekommen ist und er hat halt eben Anfang der 2000er Jahre mit den Soft Machine Leuten Kontakt gehabt und eben mit Elton Dean und dann eben mit dem Alan Holdsworth und er war eben viele Jahre dafür praktisch verantwortlich, dass der Alan halt eben Konzerte gespielt hat und eben aktiv war und so weiter
Und Alan Holdsworth ist halt eben natürlich, sag ich mal, für jeden, der sich ein bisschen auskennt, absolute Speerspitze und unerreicht und eben überhaupt auch unverständlich, sage ich mal, wie jemand überhaupt so spielen kann. Und der Leonardo hat einfach wirklich ein Händchen dafür, auch eben aus seiner Erfahrung heraus eben Leute, interessante Leute zu finden und die auch aus unterschiedlichen Teilen der Welt zusammen zu würfeln. Ja. Und das ist einfach total toll. Da gibt es einmal im Jahr Ja, ich muss sagen, also einmal zu Alan Holdsworth, der ja ein großer Selbstzweifler auch war, immer an sich selbst, sein größter Kritiker im Prinzip, was ihm das Leben auch nicht leichter gemacht hat. Aber Moon June und diese ganze Welt, in der ihr da lebt, ist ja alles andere als kommerziell orientiert. Richtig. Alles andere. Man traut sich da wirklich ganz andere Wege zu gehen. Da gibt es keine Ansätze, wo man irgendwie spürt, ach, hier hat jemand versucht, mal irgendwie was rauszuhauen, was in die Charts kommen könnte oder sowas. Es ist alles sehr individuelle Musik, die sehr beim Künstler geblieben ist und nicht eben durch Produzenten, E&Rs oder sowas irgendwie oktroyiert wurde und beeinflusst wurde. Ne? Das finde ich sehr, sehr stark in der heutigen Zeit. Ne? Ja, aber es ist auch, gerade in der heutigen Zeit halt, müsste man dazu sagen, ist es natürlich einer der wenigen Wege, die eigentlich noch funktionieren. Das ist halt eben das Tolle an dieser Philosophie. Ja, ja, klar. Also, wenn du dir überlegst, du bist irgendwie ein junger Mensch, der eine Musikkarriere machen will. So, was ist einfacher? Dass du was Besonderes bist, was Besonderes kannst, ja, und dann eben deine Nische findest? Oder dich anzupassen, zu versuchen zu sein wie alle anderen 50.000 Sänger, sage ich mal, in Deutschland oder so, um dann Erfolg zu haben. Es ist ganz klar. Es ist wirklich, also wenn du dein eigenes Ding findest und eben das durchziehst und auch eben, sage ich mal, deiner Vision treu bleibst, das gilt natürlich auch für Leute, die, sage ich mal, mehr Mainstreamiges machen. Da gilt dieselbe Regel. Ja? Mhm. So, je mehr man bei seiner eigenen Sache bleibt, desto größer ist das ist die Chance, dass man, sage ich mal, ohne größere Schäden auch erfolgreich wird. Ne? Mhm. Also siehst du durchaus ein Publikum für die Nischen, sag ich mal, die ihr da bedient? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ihr müsst wissen, das sind bei Moonjun sind es irgendwie gut, glaube ich, 25.000 Leute, die dem Label aktiv folgen. Ja, ist natürlich nicht, dass so viel verkauft wird von jedem Titel, gar nicht. Ne? Aber da ist schon eine richtige Kraft. Und man sieht das auch, dass Leonardo zum Beispiel in den letzten Jahren auch irgendwie bei den großen, es gibt ja in Amerika, glaube ich, sogar nur zwei Jazz-Magazine, irgendwie Downbeat und weiß ich jetzt gar nicht, wie das andere heißt. Aber da gibt es auch so ein Jahrespoll, wo er mit seinem Label auch irgendwie auf Platz 3 und sowas mittlerweile kommt. Ne? Also da ist wirklich, also da ist wirklich richtig die Anerkennung jetzt da. Ne? Und ich glaube auch, ich war letzte Woche gerade beim Leonardo in Toledo in Spanien, wo er jetzt auch teilweise wohnt, also, und in New York und in Toledo, und habe mit ihm halt da intensiv auch nochmal drüber geredet. Und seine Philosophie ist einfach wirklich nur das zu machen, was man machen will, in Anführungsstrichen, und nur das, ich meine, wie es, sage ich mal, in der bildenden Kunst wäre, ne? Idealerweise, in der bildenden Kunst macht halt eben der Maler sein Bild oder die Malerin. Du machst nicht das, was dir jemand anders sagt. Das geht ja auch gar nicht, du kannst es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ja? Es gibt natürlich sowas wie Musikarbeiter und Kunstarbeiter, die halt eben ihre Stile drauf haben, wie halt eben dieser berühmte Fälscher, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ne? Ja, genau, zum Beispiel. Also es gibt halt Leute, die das können, das ist ja auch cool. Ja. Ne? Aber das ist dann natürlich, sage ich mal, sehr stark handwerklich, und da ist dann die Frage irgendwie, für mich geht das ja fließend ineinander über Handwerk und Kunst. Aber ich glaube, also wenn man, sage ich mal, sich dazu entscheidet, Künstler zu sein, dann ist es heutzutage meiner Meinung nach tatsächlich einfacher, wenn man wirklich sein Ding macht und nicht versucht, sich zu verbiegen. Aber dann sind so, ich sag mal, diese Typen wie jetzt Leonardo, der ist ja schon so ein idealistischer Ansatz, dann einfach zu sagen, ich gebe jetzt diesen Musikern, diesen Persönlichkeiten, wie auch immer, die sich da verwirklichen wollen, jetzt auch die Plattform. Und im Endeffekt irgendwo muss ja dann trotzdem, sag ich mal, das Geld herkommen. Also das dann, ich finde es ja dann immer, ich finde das beeindruckend, dass es dann solche Leute gibt, die dann sagen, komm, das ist mit Sicherheit nicht immer einfach, kann ich mir vorstellen. Ne? Das dann auch alles zu finanzieren und alles. Ich glaube, dieses andere Label, wo du, glaube ich, auch öfter
mit drauf bist, Rare Noise, die fallen für mich so ein bisschen auch da rein, ne? Diesen idealistischen Ansatz, und wir geben jetzt diesen Leuten, die vielleicht sonst nirgendwo auf der Welt ein Label finden, was das rausbringt, eine Plattform, und glauben daran, dass es wichtig ist, dass diese Leute sich da auch verwirklichen, was du eben gesagt hast, ne? Genau. Ja. Also ihr dürft ja nicht vergessen, dass, sage ich mal, an diesem Ansatz so ein, ich nenne es jetzt mal, ein Rattenschwanz dran hängt von vielen guten Sachen, an die man so nicht denkt, wenn man halt, sage ich mal, aus so einer normal kommerzialisierten Welt kommt, weißt du? Weil ist klar, wenn wir jetzt denken, Mainstream-Medien, so, da gibt es ganz klare Kreisläufe. Also da weißt du ganz genau, was da, sag ich mal, pro verkaufter CD zurückkommt oder sowas. Und das teilen sich ganz viele Leute. Das heißt, du weißt dann zum Beispiel als Künstler, okay, bei einer gibt es ja heutzutage nicht mehr, aber bei einer verkauften CD, weißt du, ich komme bei mir 30 Cent an oder sowas. So, das heißt, du kannst dann ungefähr kalkulieren, ich weiß, und jetzt überleg dir das mal, ich weiß, ich kann 1500 CDs verkaufen. Da kannst du nichts mitmachen mit dem Geld. Ja. Das verstehst du, wenn da nur ein Drittel, nur 500 Euro überbleiben. So, das heißt, dass so dieses Konzept, was wir mit Moonjoon fahren, ist ja eben die absolute Bindung an den, also das Wort Fan benutze ich gar nicht mehr, sondern an den Freund eigentlich. Ja. Also diese Verbindung an die Person, die, sage ich mal, auf derselben Wellenlänge ist wie ich oder wie das Label, weil die wissen, dass es nicht reicht, dass bei mir 30 Cent ankommen. Ja. Die wissen das. Mhm. Ja. Die wissen das, und deswegen zahlen die dann halt eben, kaufen die, sag ich mal, die CD oder die Downloads direkt bei mir. Oder, ne, oder spenden dann mal was. Oder ich mache ja, wollten wir auch noch drüber reden vielleicht, also ich mache ja auch so eine Edutainment-Serie, Living the Dream heißt die, ne, die mache ich auf Zoom. Da ist dann auch so, dass ich dann sage, ja, ihr könnt mitmachen, es kostet eigentlich nichts, es kann auch jeder mitmachen, aber bitte Donation hier, wenn ihr könnt. Ne? Ja. So, und das ist halt so praktisch, sage ich mal, diese Blase von Freunden, sage ich mal, die dann sicherstellen, dass wir Musiker unsere Kunst in Anführungsstrichen machen können. Ja. Und das ist ein tolles Konzept. Dass eure Produktionskosten, wenn du ein Album machst, lange nicht so hoch sind wie bei einem Top-40-Künstler, wo 12 Leute gebucht werden, um einen Drumbeat zu programmieren. Ja, oft ist es so, man liest ja dann die Komponisten hinter dem Track, und das werden ja immer mehr. Früher waren es einer, zwei, drei oder mal eine Band, aber jetzt stehen da 16 Leute dahinter, und das sind es dann wahrscheinlich noch nicht mal alle. Und das ist natürlich eine rechtliche Sache, ne? Warum da sowas passiert. Aber da siehst du mal, ne? Alles, was halt eben so extrem kommerzialisiert ist, mit Rechteverwaltung und so weiter, da kommen dann solche abstrusen Konstrukte bei raus. Ja. Ja. Nee, das ist Produktionskosten. Ich meine, das ist ja etwas, ich meine, das ist wirklich abgefahren. Sag ich mal, ein Album, wo du, sag ich mal, in den Mitte der 90er, sagen wir 100.000 oder 150.000 Euro investieren hättest müssen. Wie sowas wie, sagen wir mal, irgendwie so ein Pearl Jam Album oder ne, das hat irgendwie so viel gekostet. Ja. Je nachdem, wie das Label dann auch mit dem Geld umgegangen ist. Ne? Die haben ja natürlich auch viel Geld verpulvert und so. Aber so viel hätte man eigentlich dafür bezahlen können damals. Heutzutage kannst du so ein Album für 5.000 Euro machen. Also die Kosten sind so runtergegangen, was das Ganze angeht, und eben einfach die Technik ist auch so besser, so viel in Anführungsstrichen besser geworden, dass man das einfach überhaupt, also diese Messwerte kannst du einfach nicht mehr anlegen. Ja. Ich versuche bei allen meinen Produktionen, auch bei den abgefahrensten, experimentellsten, immer die Produktionsmaßstäbe so hoch zu setzen wie möglich. Und auch dann, sage ich mal, sogar auf der Ebene vom Artwork und auf der Ebene von der Promotion auch zu sagen, irgendwie, wir behandeln das einfach so, als wäre es was ganz Normales. Und wirklich. Also irgendwie, das habe ich mit schon vor langer Zeit entschieden so für mich, und irgendwie bin ich da ganz gut mit gefahren. Aber ich habe jetzt, um nochmal auf dein ich weiß jetzt gar nicht, ob es das letzte Album ist, aber ich glaube jetzt, das, was ganz aktuell rausgekommen ist, das hatte ich jetzt noch nicht auf dem Plan, aber quasi die Version 2 oder ich meine das Folgealbum zu dem, was wir gerade gehört haben, ist jetzt ja auch vor kurzem erst rausgekommen, ich glaube diesen Monat oder Monat davor, noch recht frisch. Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr euch ja wirklich im Studio, zu dritt ins Studio gesetzt und das live quasi aufgenommen. Mich würde jetzt schon, das war wahrscheinlich jetzt nach der, sag ich mal, dieser Durstzeit, die jetzt alle Künstler durchgemacht haben, wo man viel jetzt, ne, wir kennen alle die Videos, ne, jeder sitzt zu Hause in seinem Studio, Home-Studio oder im Wohnzimmer, und man nimmt irgendwie Track auf, wahrscheinlich sowas, wo sich alle wieder drauf gefreut haben.
Aber auch die Frage, diese Musik, die ihr da spielt, wie viel ist da vorbereitete Idee und wie viel ist einfach, wir treffen uns im Studio und legen los? Wie ist diese Platte und diese ganzen Aufnahmen so entstanden im Studio? Ja, genau, das ist wichtig. Also wir sind halt Meister der Improvisation und zwar nicht der Improvisation in dem Sinne von der traditionellen Jazz-Improvisation oder der traditionellen Jazz-Rock-Improvisation auch, wo es ja darum geht, sage ich mal, in einer bestehenden Form zu improvisieren, sondern unsere Kunst liegt halt darin, dass wir halt die Form generieren in dem Moment, wo wir die Musik spielen. So, das heißt, das ist wirklich so, also bei Truth, beim ersten Album, ist es so, da merkst du noch, das sind eher so Stücke, die von dieser Richtung Ambient-Musik auch kommen, wo es halt darum geht, eine Form, ein Drone, sag ich mal, der sich, sag ich mal, wälzt, verändert natürlich und morpht und so weiter. Wo das zweite Album ist jetzt eins, wo wir ins Studio gegangen sind und wir haben halt eben, ich sag mal, versucht wieder zu spielen wie vor 2 Jahren. Das war, da war meine Freundin schwanger, ne, mit meiner Tochter und so. Das war einfach eine schöne Zeit vor Covid. Ne? Und das war wirklich so im Prinzip ein Happy-Album, was so ganz locker von den uns so aus dem Ärmel, ne, gekommen ist. Und dann haben wir halt uns letztes Jahr da in Italien im Studio getroffen und wollten uns das Nachfolgealbum aufnehmen. Da haben wir einfach gemerkt, die Welt hat sich geändert. Ne? Und das ist ja das Coole irgendwie als Musiker. Du kannst es überhaupt nicht vermeiden, beeinflusst zu werden von dem, was um einen herum passiert. Und das war echt, für mich war es ein bisschen schockierend, muss ich sagen, weil ich hatte halt gehofft, irgendwie, wir machen jetzt nochmal irgendwie was so in, so erstmal direkt Spaß macht und locker flockig sich anfühlt beim Machen auf jeden Fall. Und nee, das ging nicht. Ne? Wie habt ihr euch dann neu kalibriert quasi, um dann doch dieses Album irgendwie aufzunehmen? Das ist dann so ein bisschen irgendwie einfach weitermachen, ne? So einfach doch trotzdem machen und eben einfach auch sich einfach mal ein paar Stunden mal nicht gut fühlen, so. So geht das dann einfach. Und dann, aber dann entsteht dann halt eben was Neues, ne? Und ich muss sagen, also das ist ja das, was die meisten Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, dass das, was wir da machen, improvisiert ist. Weil halt eben, ich meine, das bei diesem kleinen Ausschnitt, diese 3 Minuten, die wir da vorhin gehört haben, wenn man sich das wirklich intensiv anhört, ne, und du merkst, du verfolgst mal diese einzelnen Phrasen, die ich spiele da, diese melodiösen Phrasen, mhm, und du versuchst das mal zu verfolgen, dann merkst du, dass das Sachen sind, wo ich so wie, was weiß ich, gucke erstmal, was für Legos liegen hier überhaupt, mhm, weißt du? Mhm. Und dann gucke ich mir die an, ne, und spiele die Legos quasi und erkenne dann, während ich das mache, welche Türme ich damit bauen kann, welche Gebäude ich damit bauen kann und so weiter. Und so entsteht dann halt praktisch, sage ich mal, tatsächlich aus so improvisiertem Material eine Komposition, aber in real time. Ja. So, ja. Und die, sage ich mal, die darüber hinausgehende Kunst ist dann noch die, wenn man es dann auch noch schafft, Brüche und neue Teile, sage ich mal, zu generieren in dem Fluss von so einer Improvisation. Und das ist das, was wir halt machen. Das ist das, was praktisch so diese auch, also ich mache das schon seit Mitte der 90er mit meiner Band Centrozone habe ich damit angefangen, so Musik zu machen. Und mit Moonjune ist das jetzt seit den letzten 10 Jahren so praktisch der Modus, in dem halt die ganzen Alben gemacht werden. Das heißt aber, man hat es an dem Eingangsclip ja auch gesehen, das ist jetzt nicht einfach nur, sag ich mal, dieses Instrument, sondern du hast immer auch deine Technik um dich herum, wo genau, dann das in genau Loops und irgendwelchen Effekten dann diese Sound, ja, wie so Soundsphären dann entstehen lässt. Ja. Das heißt, das ist ja nochmal, ich stelle mir das vor, das ist ja nochmal der andere Teil des Instruments, ne? Weil wenn du das dann live und improvisiert machst, dann musst du jetzt nicht nur deine Gitarre beherrschen, sondern du musst dann den Laptop und die ganzen, was dann auch an Verdrahtungen stattfindet und geloopt werden muss, das muss ja auch noch funktionieren. Genau, das muss funktionieren und das ist für mich aber wie ein, wie soll ich das sagen, also ist ja kein künstlicher, aber es ist halt eben so ein technischer Musizierpartner dann in dem Moment. Ja? Und das ist auch die Art und Weise, wie ich mir das beigebracht habe, eben diese Formen zu komponieren in der Improvisation, dadurch, dass ich halt eben immer zu etwas anderem spiele. Ja, das hast gut, wenn du jetzt eine Band hast und du kannst jeden Abend oder was regelmäßig 1-2 Mal die Woche in den Proberaum gehen und zusammen spielen, dann lernt man sich kennen und man lernt auch das hin und her und das irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man aufeinander hört, aber man tut's, weißt du? Und
Und das ist irgendwie so das, was irgendwie so immer mein Ziel war. Also Keith Jarrett, Köln-Konzert, ne? Köln, ne? Ja, zum Beispiel. Das war irgendwie sowas, das habe ich mir angehört und habe ich damals gedacht, irgendwie, wie irre ist das denn, dass eine Person, dass das so rausfließen kann aus dieser einen Person? Und das war immer so mein Ziel. Ne? Dass also beim Klavier ist das in Anführungsstrichen sogar noch ein bisschen einfacher, weil du halt eben diese unterschiedlichen musikalischen Rollen hast. Tiefe Töne, hohe Töne, Akkorde, Melodien, was weiß ich, ne? Und das war immer so dann mein Ziel, das auch mit meinem Instrument zu machen, und dafür brauchte ich dann die Elektronik, ne, um halt eben da diesen. Vielleicht bevor wir, ich würde nochmal gerne sprechen auch über dieses Zusammenspiel mit anderen Leuten, weil nicht nur mit Tony Levin, oder da sind auch andere Spannende dabei, nochmal von diesem letzten Album mal was anspielen. Choose 2, ne, wo wir gerade gesprochen haben. Ich hatte mir hier legt den ersten Titel, The Rake, Orake, wie auch immer. Ja, und Rake, River of Things. Jetzt weiß ich nicht, ich bin jetzt unentschlossen. Mach mal River of Things an, das ist ein bisschen jazzrockiger. Wahrscheinlich habe ich deshalb genommen. Nein, der ist aber cool. Jetzt versucht er uns doch entgegenzukommen. Keine Gefangenen. Pure Kunst. Keine also das ist halt ein cooler Groove mit einem coolen Solo drüber. Hoppla, das war, fangen wir nochmal an. Ein Sprung in der Platte. Jo, jetzt geht's los. Ja, cooler Groove. Also Asaf Sirkis, du hast ja eben schon gesagt, ne? Den habe ich bisher immer nur so mit einem Auge, auch auf deinen Veröffentlichungen und in diesem Wunschuhn-Universum da gesehen. Und ich glaube, wir hatten vor 2 oder 3 Folgen seine Platte vorgestellt. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Weiß gar nicht, ob du beteiligt warst da auch, aber der hat ja irgendwie unter seinem Namen. Nee, aber ich weiß, wie viel du meinst. Und was für ein Typ, ne? Ja, unglaublich. Also das ist ja auch so das Interessante, dass halt viele Musiker so unter dem Under the Radar, wie man sagt, ne? So, und es gibt einfach so unglaublich tolle Musiker im Moment. Und irgendwie wird ja einfach immer viel auf diesen Negativen rumgeritten, ne? Was, wie das ist so. Und aber heutzutage, eben wie gerade beschrieben, man kann halt eben viel mehr das machen, was einen interessiert. Und das bringt natürlich auch einfach neue Farben und einfach auch neue Entdeckungen irgendwie so ins Spiel. Interessanterweise würde ich sagen, also wir sind heutzutage eben viel mehr wieder in so einer Situation wie im Anfang der 70er, als in der ganzen Zeit dazwischen. Ne? Also es ist viel mehr Spielraum dafür da, dass sich irgendwie neue
neue Stimmen und neue großartige Leute auch irgendwie so den Weg ins Bewusstsein von Leuten bringen. Also ich meine vor allem, ich meine, es würde mich auch interessieren, was eure Meinung dazu ist. Im Moment ist es ja wirklich, sind wir wirklich in dieser Phase, wo so dieser Generationenwechsel passiert, ne? Mhm. Wo so viele von unseren Helden, sage ich mal, sterben oder zu alt sind, um irgendwie noch zu spielen und so. Mhm. Und da muss ja, da kommt ja irgendwas anderes, ne? Es ist ja nicht. Ja. Ich muss sagen, habe ich auch schon mal zum Georg gesagt, oder vielleicht auch schon mal hier on air. Die Alten natürlich gehen in Rente oder verlassen uns für immer. Das ist so. Trotzdem glaube ich, dass wir an einem Zeitpunkt sind, wo es noch nie so viele gute und kreative Musiker auf der Erde gegeben hat wie heute. Zumindest werden sie sichtbar. Vielleicht irre ich mich, aber sie werden natürlich sichtbar durch die Internetplattformen und so weiter. Ne? Also das ist ein Wahnsinnsvorteil für Musiker, die eben nicht der 375. Justin Bieber sein wollen, sondern was Besonderes. Irgendwie auch irgendwie eine Chance haben, an die Öffentlichkeit zu gelangen. Ne? Vielleicht hat es früher auch schon immer so viele gute Musiker gegeben, aber die Sichtbarkeit ist größer geworden. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass die junge Generation jetzt von Musikern da auch anders vielleicht mit diesem Medium Internet und Verbreitung umgeht, als jetzt die Alten, bei denen man manchmal noch so betonkopfmäßig die spürt, dass sie so in diesem, nein, das darf nicht, du darfst das nur hören, wenn die GEMA irgendwie ihr Zeug kriegt und nicht verteilen und nicht kopieren. Mhm. Und ich glaube, dass die jüngere Generation das ganz anders sieht. Die sagen, ey, ich bin froh über jeden, der es hört und der ich mir irgendwie, genau wie du es eben beschrieben hast, ne? Die nicht nur ein Fan sind, sondern die irgendwie unsere Gemeinde sind. Und ich glaube, dass jetzt so das Konzept ist auch, wie jetzt die junge Generation ihre Musik in dem Sinne dann auch vermarkten will. Ne? Mhm. Da muss ich euch mal eine lustige zum Thema Rechte, ne? Das hat gar nichts mit Markus zu tun, aber ich muss die lustige Geschichte kurz erzählen. Es gibt einen Typen aus in England, der lebt in Schweden und der macht so Videos über Keyboards, ne? Und stellt Keyboards vor. Und jetzt hat er ein uraltes Keyboard vorgestellt, den Roland D20, der ist, glaube ich, aus den 80er Jahren und so weiter, und hat im Rahmen dieser Präsentation einen Demosong abgespielt. Früher waren immer so Demo-Tracks auf den Keyboards. Dann hat ein indischer Komponist und ein Popsänger dagegen Klage eingereicht bei YouTube, das wäre ihr Song. Hinterher stellte sich raus, die haben damals nur diesen Demosong genommen und da irgendwie drüber gesungen, ja, und die haben trotzdem Recht bekommen. Also so krude ist es inzwischen geworden, gerade auf YouTube, ne, das ist echt verrückte Welt. Es ist total verrückt, total durchgedreht. Und es gibt auch wirklich keine wirklich gute Lösung, muss ich sagen. Also ich bin selbst vor ein paar Jahren aus der GEMA ausgetreten, weil ich so angenervt war und es also so unverschämt fand. Ich überlege im Moment, ob ich wieder reingehen soll, das aus anderen Gründen jetzt. Mhm. Aber es ist wirklich pervers, wenn du dir überlegst, dass halt eben die Abrechnungsmechanismen überhaupt nicht dafür gemacht sind, dass die Leute, denen es zusteht, es bekommen, sondern es wird dann geht in den Topf und wird dann verteilt an andere Leute. So, und das ist einfach irgendwie, das ist ein. Ja, da haben auch also vor allem jetzt heute. Ja. Ja. Ja, da haben auch Reformen, ich glaube, das hört man ja immer wieder, die Reformen, die da nötig werden, einfach mit der Zeit zu gehen, wie sich die Musik auch entwickelt und wie sich die Distribution von Musik entwickelt. Da hat man, glaube ich, einfach verschlafen, mit der Zeit zu gehen und hat so auf diesem alten Konzept einfach drauf gesessen und gesagt, nein, 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 wir wollen das behalten. Da gibt's ja genug Geschichten, aber ich glaube, dass... Vor allem mittlerweile wird es ja technologisch sogar gehen, die Sachen zu verfolgen, richtig. Das macht ja mittlerweile, also YouTube war ja die erste Firma, die das gemacht hat mit dieser YouTube-ID, heißt das. Mhm. Und da, wie du sagst, Ralf, ne, das ist im Prinzip was Gutes, aber führt dann zu absurdesten Situationen. Ja. Auch, ne? Oder wurde auch selbst dann gar nicht, gerade eben, wenn es halt um Musikunterricht geht, also irgendeine Art und Weise. Du kannst ja noch nicht, Stairway to Heaven darfst du niemandem vorspielen auf YouTube. Nein. Das wird sofort gelöscht. Ne? Wir haben ja auch schon in unserem Kanal, wir wissen ja so langsam, wissen wir ja so, Lalo Skifrin und so Sachen darfst du nicht anspielen. Ne? Da bist du sofort tot. Ne? Aber wo der Ralf gerade Keyboarder sagt, was mich jetzt nochmal interessieren würde, jetzt gucke ich mal in deinen Riesenstapel hier rein. Ich glaube, du hast eben ja selber schon gesagt, als ihr nochmal im Studio wart. Ich glaube, das war eure erste Kollaboration, wenn ich das richtig
in Erinnerung mit Gary Husband. Ne? Mit Gary Husband, der nicht nur Keyboarder ist, sondern auch ein hervorragender Schlagzeuger. Ich weiß gar nicht, wie er sich selber sieht, ob er sich eher als Keyboard spielender Schlagzeuger sieht oder umgekehrt. Wahrscheinlich oder auch als Musiker. Wahrscheinlich, ja. Genau. Markus. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie ihr da zusammengekommen seid. Und für mich war jetzt, sag ich mal, eher aus einer anderen, nicht aus einer anderen Welt, aber eben, man kennt ihn natürlich eher aus so einer, auch so der poppigen Welt, ne? Er spielte mit Level 42 und so, und dann die jazzrockigen Sachen, aber jetzt, sag ich mal, da gibt es ja dann scheinbar auch eine Überschneidung mit dem Moonjune-Universum, wenn ich mal so sagen kann. Ja, genau. Ja, also das ist interessant. Also ich habe Gary natürlich zum ersten Mal wahrgenommen, damals mit der Level 42-Platte, wo er das erste Mal dabei war. Das war Staring at the Sun, heißt die Platte. Finde ich auch immer noch wirklich ein fantastisches Album. Und auch Garys Spiel ist da ganz toll. Die Verbindungen sind ja unglaublich toll auch. Ne? Also wenn du dir überlegst, dass der Jack Chick, der halt eben damals auch bei Level 42 dann mal war, der dann praktisch den Holdsworth-Part übernommen hatte von, weil Holdsworth war ja auch ganz kurz mit Level 42 mal verwandelt. Über den Gary, ja, klar. Und der Jaco ist ja der Sänger von und zweite Gitarrist von King Crimson gewesen jetzt die letzten 7 Jahre und so. Also es ist wirklich alles miteinander verbandelt. Und der Gary, müsst ihr euch vorstellen, Gary ist ein relativ junger, der ist halt 1960 geboren, meine ich, ungefähr. Und der hat halt eben schon mit 18 mit dem Holdsworth gespielt und mit 15 hat er schon mit den und den Orchestern gespielt und der hatte halt eine extrem strenge Klavierlehrerin. Und die Klavierlehrerin hat ihn dazu gebracht, Schlagzeug zu lernen. Er ist wirklich zerbrochen daran, an dieser Lehrerin und hat angefangen, Schlagzeug zu spielen. So als Trotzreaktion. Ja, so quasi als Trotzreaktion. Also hat er es mir auf jeden Fall erzählt und er ist aber beides. Und er hat immer beides gemacht. Und er ist einfach einer der wirklich großartigsten Pianisten der Welt und einfach einer der großartigsten Schlagzeuger der Welt. Also, und ich habe es jetzt eben, ich meine, das ist dann sowas, was man kennt sich. Ich bin jetzt der Jüngere, ich bin halt eben, was weiß ich, gut 12, 13 Jahre jünger als er, schätze ich mal so ungefähr. Und ich kenne ihn natürlich. Klar, weil man guckt ja, Umgekehrt war mir das nicht so klar, dass halt die Leute mittlerweile also irgendwie mitgekriegt haben, dass ich da irgendwie was Interessantes am Laufen habe, so würde ich es mal sagen. Und er mich auch kannte. Ja, also das ist irgendwie schon, ich bin immer wieder erstaunt, also dass wie viele Leute einfach wissen, was ich mache und so. Das spiegelt sich dann nicht wieder natürlich in welchen Zahlen. Es gibt eben immer praktisch diesen Untergrund der Qualität, nenne ich das mal. Mhm. Ja, sondern das ist halt eben nicht ein Underground, der sich auszeichnet dadurch, dass du weißt, ach, da hören ganz viele Leute deine Musik oder so. Nee, das sind dann so vereinzelt, sage ich mal, immer wieder so Erlebnisse, wo ich merke, ach, die kennen mich ja. Was ich stelle mich dann manchmal irgendwie vor und die sagen, warum stellst du dich denn überhaupt vor? Du bist doch Markus Reuter oder so. Man selbst kriegt das halt einfach nicht mit. Und das war mit dem Gary genauso. Ne? Das war also für uns beide eine absolute Ehre. Wir waren mit Stickman in Japan und Gary war unser Special Guest. Und wir waren in Japan wir sind angekommen am Mittwochabend, bevor in Japan der Lockdown losging. Das war Ende März muss das gewesen sein, 2020. Und da haben wir in der Hotellobby gesessen, haben eine Besprechung machen wollen und da hat Leonardo den Anruf gekriegt und hat gesagt, Jungs, ab Samstag ist Lockdown, Freitagabend ist der erste Gig, den könnt ihr noch spielen. So. Und das war dann, den haben wir auch gespielt, der ist dann auch rausgekommen, das Album, das heißt Ovari, ist auch ganz toll geworden, aber wir sind dann halt eben noch da geblieben, weil unser Rückflug erst eine Woche später war und Pat und Tony wollten aber schon wieder nach Hause, die haben dann irgendwie einen früheren Flug gebucht. Genau, das ist die Promo davon, genau. Und dann bin ich halt mit dem Gary, habe ich gesagt, okay, lass uns doch einfach hier ins Studio gehen, warum sollen wir hier irgendwie 5 Tage abhängen und nichts machen? Und dann haben wir uns umgehört, sind dann irgendwie an dem Montag drauf, dann in ein Studio, was nur so ein Musikschulstudio war, das ging gar nicht. Und dann haben wir noch jemand anderen gefragt, sind an dem Dienstag dann da ins Studio und haben dieses Music of Our Times innerhalb von 1,5 Stunden eingespielt. Ne? Und das Album ist halt 1,5 Stunden lang ungefähr. Also ne, so geht das halt bei uns. Ne? Also, aber das erklärt natürlich auch deinen Wahnsinns-Output. Den Output, ne? Genau. Also 1:1, dieses spontane
Komponieren, was man auch als Improvisieren bezeichnet. Also ich habe mal überschlagen, ich glaube, bei Spotify sind unter deinem Namen 33 Alben verzeichnet. Auf deiner Webseite gibt es 51 Alben von dir und Kollaborationen und so weiter und Projekte. Das ist schon irre. Du machst manchmal pro Jahr 4-5 Alben. Ne? Nee, aber klar, wenn du dich wenn du sagst. 14 bis 20 pro Jahr sind es ungefähr immer. Oh Gott. Ja. Ja, wenn du dich anderthalb Stunden mit Gary Husband hinsetzt und dann Dankeschön, das war's. Nee, also ich kann das aber erklären. Das ist ja auch irgendwie, kommt auch von dieser Fehleinschätzung, was halt eben, sag ich mal, Außenstehende haben, zu dem, wie es halt als Musiker ist. Das lag daran, dass die Musikindustrie, sag ich mal, sich immer darum gekümmert hat, möglichst viel rauszuschlagen aus den Künstlern. Das heißt, die Künstler durften gar nicht so kreativ sein, wie sie waren. Ja. Wenn du jetzt irgendwie sagst, irgendwie, ach, der bringt ja nur einmal im Jahr ein Album raus, eigentlich hätte der wahrscheinlich die ganze Zeit Musik machen wollen und hätte dann irgendwie alle 3 Monate was rausbringen können. Das passt aber natürlich nicht in den Plan der Vermarktung, sage ich mal. Mhm. So, und bei mir ist es so, da ich nie, also ich habe ja angefangen, wie gesagt, das erste Album habe ich Anfang 98 veröffentlicht. Ich war nie mit Mainstream irgendwie so in Kontakt, dass ich da eingeschränkt war dadurch. Das heißt, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr, was mich auf Storage, 2-mal den deutschen Schallplattenpreis gewonnen. 2-mal, nachdem ich irgendwie, 25 Jahre, sage ich mal, nie da irgendwie aufgetreten bin, nie vorgekommen bin oder so. Mhm. Und das liegt einfach daran, weil es ist, sag ich mal, sowas wie so eine, wie nennt man das? Irgendwie so diese kritische Masse erreicht irgendwann. Mhm. Ja, und es ist halt so, dass ich dann, ich sag mal, pro Monat habe ich vielleicht einen Produktionsjob, den ich mache, aber gleichzeitig habe ich 2 Mastering-Jobs auch, weil ich mache ja auch alles, was um die Musik herum passiert. Mhm. Ja, oder dann habe ich da eine Session, wo ich dann Solo spiele auf dem Album oder so weiter. Und ich habe nämlich jetzt, witzig, dass ihr jetzt da auf die Diskografie kommt, ich habe mich letzten Freitag auf Facebook, wo ich halt viel kommuniziere mit Leuten, geschrieben, irgendwie gibt es irgendwie Leute, die mir mal helfen wollen, meine Diskografie zusammenzustellen. Und ich sage es euch am nächsten, ich habe dann so ein Google-Doc aufgemacht irgendwie und dann zwei Leuten einen Link geschickt und dann am nächsten Morgen waren schon 160 Releases drin. Ja, und ich habe mir das da anguckt, das ist bei Weitem noch nicht alles. Also dass ich denke mal, dass das so an die 500, 600 gehen wird jetzt schon. Wo du mitgewirkt hast. Wo ich mitgewirkt habe, wo ich irgendwie daran mitgearbeitet habe oder so. Mm, ne? Ja. Und du kommst ja in die Region von Lilian Sklar. Oder Tony Levin. Oder Tony Levin. Tony Levin, ja. Tony Levin auch. Ja. Tony Levin ist ja irgendwie, das ist ja auch der Wahnsinn. Also es gibt einen sehr schönen Talk in deinem Podcast, glaube ich, im Rahmen von deinem Podcast, den du gemacht hast, wo du mit ihm, glaube ich, eine Stunde oder länger sprichst, habe ich mir angeguckt, wo er auch sehr viel... Wie heißt der Podcast? Also es gibt Living the Dream, das ist praktisch diese Edutainment-Serie, die ja live ist, wo dann, also so ähnlich wie wir das, was wir hier machen, wo halt dann aber Leute, ganz viele Leute im Zoom dabei sind und Fragen stellen können und irgendwie das einfach live miterleben können. Und das wird dann hinterher auf YouTube veröffentlicht. Ne? Mhm. Oder ich mache halt eben diesen Markus Reuter Podcast, heißt das. Den habe ich wirklich so als, den habe ich Anfang 2021 begonnen, so als Reaktion darauf, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird das im zweiten Jahr, sag ich mir, auch nichts mehr mit dem Auftreten. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, dass sogar dieser Kontakt zum Publikum, also zu meinen Freunden, ne, wie ich sie nenne, einfach nicht mehr, den musste ich irgendwie wiederherstellen. Und da habe ich halt gedacht, okay, ich muss da was machen. Und dann habe ich halt angefangen, tatsächlich Freunde, die ich schon kenne, irgendwie zu fragen, habt ihr nicht Lust auf ein Gespräch, was ich irgendwie aufzeichne? Und das kommt dann als Podcast raus. Und da habe ich im letzten Jahr dann 70 Episoden gehabt. Ja, 70 Episoden gemacht. Ja. Und das ist, ich würde sagen, also auf so einer, also für mich auf einer persönlichen Ebene unglaublich erfolgreich gewesen, weil es hat mich so irgendwie durch das Jahr gebracht. Mhm. Es hat auch viele der Gäste durch das Jahr gebracht, die sich also dann auch, wo ich dann irgendwie immer gehört habe, ja, es war einfach toll, eben so ein Gespräch haben zu können. Und viele Leute, die sich da dran gehängt haben, das gehört haben, haben halt auch irgendwie da was. Ich meine, man kann das dann, man weiß das nie so genau, was Leute da rausziehen, ne? Genauso wie beim Musik machen. Man weiß nicht, wie ist die Reaktion, aber es war halt irgendwie ein wirklich, wirklich tolles Projekt und deswegen finde ich das auch toll, dass ihr sowas macht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du musst ja auch gar nicht wissen, was die Leute dabei rausziehen. Ne? Nö, natürlich Anfang, nicht. Als wir über den Künstler gesprochen haben, der abstrakte Kunst macht und der denkt auch nicht an den Rezipienten. Genau. Der haut da seine Gefühle, seine Situation, sein Leben rein, wie auch immer, seine Gedanken. Und das machst du ja auch. Und der Rezipient hat dann die Möglichkeit,
darin zu sehen, was er möchte. Genau, und das macht das Leben ja auch spannend, weil ja, ne, dann kommen manchmal dann Leute zu mir und erzählen mir dann Geschichten. Dann sagen irgendwie, Markus, dein erstes Album damals, da habe ich auf der Autobahn gestanden zwischen Philadelphia und Baltimore oder so und es war Black Ice, also Glatteis. Und da lief deine Musik und deswegen ist das immer noch mein Lieblingsalbum und so. Und irgendwie solche Geschichten hat man dann irgendwie 30 Jahre später, ja. Ne, und so. Und ja, das ist einfach irgendwie so toll. Und ich denke da auch, also beim Musikmachen wirklich nie drüber nach. Ich bin da wirklich total, ich sag das mal egozentrisch auch beim Musikmachen, ne, muss ich sagen. Also man hört ja häufig so, dass Leute auf der Bühne stehen und dann, sag ich mal, das Publikum, sag ich mal, so wichtig. Ist ja total wichtig, klar, weil es bietet ja einen Rahmen. Aber in dem Moment, wo ich dann, sage ich mal, schöpferisch tätig bin auf der Bühne, bin ich 100% bei mir. Also wenn ich mit dem Fokus so bei mir, da kann mich jemand irgendwie da anlächeln oder irgendwie welche Fingerzeichen machen, das interessiert mich nicht. Ja, das ist dann so ausgeblendet, weil in dem Moment ist Musik mein größter Freund. Ja? Und Musik ist das, was, das ist ja auch das, was mich inspiriert. Und ich will ja die Musik hören. Ich meine, ne, also ich meine, wenn ich Musik machen müsste für jemand anders, ich glaube, dann würde ich es ja nicht machen. Ja. Also, ich finde, da ist ja, mir auch viel, obwohl, was Ralf sagte, irgendwie dieses offen sein, einfach mal auch sich auf gewisse Sachen einzulassen. Dass ich, also bei uns irgendwie, das weiß man irgendwie, wir sind ja, haben mal für alles ein offenes Ohr. Selbst wenn wir jetzt sagen, okay, die ganze Platte wird sie vielleicht nachher gar nicht anhören, aber du nimmst immer irgendwas mit. Das ist so mein Ansatz. Also egal, was es ist. Ich erinnere mich, Ralf, wir haben mal im Keller gesessen und haben uns, jetzt habe ich den Namen von den Musikern vergessen, das war so ganz schräges Zeug, so mit anderen Skalen, anderen tonalen Systeme. Wo wir dann auch dann haben uns das angehört und dann war es aber trotzdem spannend, einfach mal zu lesen, wieso machen die das? Und dann haben wir es uns angehört. Und ich weiß noch, wir hätten es wahrscheinlich gar nicht angehört, wenn wir nicht vorher gelesen hätten, wieso, weshalb, warum. Ja. Und es war das Konzept unglaublich spannend. Musst du dann, aber natürlich würden wir jetzt die Platte vielleicht das nicht hören, aber das spielt da keine Rolle. Man muss da einfach offen sein, einfach gewisse Sachen einfach mal sich darauf einzulassen. Ne? Und wo du eben sagtest, mit dem, wo man manches zum ersten hört, das muss ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, wie wir auf dich ein bisschen genauer gekommen sind, das ist ja jetzt schon auch ein paar Jahre her, das war auf dem Rückflug von New Orleans, glaube ich. New Orleans, oder, ne, wo wir zwei beim Snarky Puppy Aufnahme waren. Oder war es in Miami? Nee, es war aus Miami. Es war auf dem Rückflug von Miami und dann saßen wir vorne und neben uns oder neben mir saß jemand, der war bei so einer Proc-Cruise. Und dann kamen wir ins Gespräch mit Musik und dann gibt es ja da Prog, irgendwie da gibt es ja genug Überschneidungen und so. War total nett unterhalten. Und dann sagte er, ja, Markus Reuter, ne? Ich so, ja, ich habe von gehört, ne? Und dann stellte sich raus, dass er bei dir Unterricht hatte oder hat noch. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, ich komme jetzt nicht drauf. Aber dann hat er erzählt, irgendwie, was du so machst und dass er da Unterricht bei dir hat und dass du super Typ bist, wir müssen unbedingt mal mit dir sprechen und so. Und dann haben wir so ein bisschen bei Facebook immer geschrieben und dann kam das, dass wir da, ja, da waren wir doch auch hier von Moonjune, da gab es auch Platten und so. Dann einfach mal ein bisschen genauer da reingeguckt. Aber manchmal sind das dann so ein bisschen, wie du eben beschrieben hast, so Zufälle, wo du sagst, komm. Ja. Und dann einfach mal sagen, komm, dann guck mal, was ist denn da hinter, ne? Was ist denn da für eine Story, was ist denn da für ein Universum? Und dann kommt man irgendwie oft, so wie wir jetzt auch hier, auf tolle Geschichten, Zusammenhänge und Inspirationen, die das Ganze dann so umrahmen. Ne? Ja, also Georg, ich glaube, dass du damit wirklich so das Erfolgsrezept Nummer 1, so den Holy Grail beschrieben hast, wie man halt eben eine Karriere macht. Ja, also immer offen sein für diese Zufälle. Ja. Ja? Für diese Begegnungen. Und ich meine, man darf nicht vergessen, das ist halt, wir sind halt Menschen und alles läuft übers Menschlichsein. Ja, du kannst, sag ich mal, noch so toll Gitarre spielen, sag ich mal, oder was weiß ich. Das spielt nicht so viel so eine Rolle. Ne? Es ist eher dann irgendwie, wie du sagst, im Flugzeug irgendwie Leute kennen. Ich habe also im Flugzeug die verrücktesten Bekanntschaften gemacht. Ja, irgendwie. Aber wo du gerade Flugzeug sagst, jetzt kriegen wir den Bogen gespannt, wo der Reis sagt, da müssen wir auch drüber sprechen. Ihr habt ja eine Tour jetzt vor euch, ne? Ja, interessanterweise wird Stickman wieder auf Tour gehen, jetzt in den USA. Und das ist eine richtig relativ fette Tour, also so wie wir es eigentlich gewohnt sind. So, ich glaube, es sind zwischen 25 und 30 Konzerte. Ja. Und also
wir können noch, also es geht los Anfang März und geht dann wirklich bis Anfang April und geht dann bis Anfang Mai. Und kann man natürlich dann auch mal an der Website irgendwie gucken, wo das ist, wenn da irgendwie Leute in den USA wären. Aber es ist halt eben toll. Es ist, also ich bin so jemand, der irgendwie, ich bin kein Pessimist, ja, aber ich bin Realist. Ja. So, das heißt, als das losging mit Lockdowns, habe ich gesagt, okay, erstmal glaube ich nicht mehr daran, dass ich wieder auf Tour gehen werde. Und habe mich deswegen auch dann eben mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Aber es ist schon schön zu sehen, dass das irgendwie wieder geht. Und Pat und Toni, ja, gerade Toni ist ja auch jetzt 76 oder sowas. Ne? Der ist aber super fit. Ne? Also das ist also schon... aber man weiß nicht, also dieser Generationenwechsel, von dem ich gesprochen habe, der steht halt eben bevor. Das dauert nicht mehr lange. Und es sind halt eben, sage ich mal, wirklich... viele Leute weg, die eigentlich sehr wichtig für den Betrieb der unserer Leidenschaft ist. Ne? Wenn du das überlegst, was so und so Leute wie der Leonardo sind zum Beispiel so wichtig. Der ist jetzt gerade, der ist 60, wird 60. Ne? Mhm. So, das ist also, der hat dann noch seine 20 Jahre, die er was bewegen kann, ja, oder mehr vielleicht. Aber das ist halt schon interessant, wenn du dir überlegst, dass so viele Clubs zumachen. Ne? Und du weißt ja, beim Booking zum Beispiel ist es auch so, dass das über Kontakte geht. Da hat man Freundschaften. Ne? Deswegen, was weiß ich, deswegen hat damals Miles Davis in Gütersloh gespielt, weil der mit dem Booker befreundet war. Ja, sonst wäre das niemals passiert, sowas. Ja? Ja. Aber und solche Sachen, diese Leute, wenn die weg sind, also ich glaube, das ist, sage ich mal, schlimmer, als wenn, sage ich mal, die Künstler weg sind. Ja, aber du hast diese ganzen Konnektoren weg. Genau. Ja. Da bin ich ein bisschen skeptisch, so wie es da so weitergehen wird. Also hoffen wir mal das Beste, hoffen wir, dass auch genügend Leute nachkommen. Du bist ja auch ein Nachkomme der großen Musiker, über die wir heute schon gesprochen haben. Du musst mir nur eine Frage noch beantworten, ist ganz was anderes, aber ist mir aufgefallen. Fast alle deine Alben haben englischen Titel, nur eins nicht. Der Aufbruch, was hat es damit auf sich? Nee, es gibt auch zwar. Zwar, das habe ich jetzt gar nicht so als deutsches Wort identifiziert. Ja, zwar ist mein Wir haben noch nicht alle 600 Alben gefunden. Nee, weißt du, woran liegt das? Also das liegt daran, dass ich, wie gesagt, immer mit, damals mit dem Robert Fripp da bin ich ja eben auf so einen Kurs gegangen, das war international. Das heißt, da hat man Englisch gesprochen. Dann die erste Band, die ich hatte, war Europa String Choir, die waren halt in England. So, das heißt also, das ganze Musizieren ist für mich ganz extrem mit dem Kommunizieren mit Leuten aus anderen Kulturen verbunden. Und da ist Englisch einfach die Nummer eins Kommunikationssprache. Das ist halt so. Und ich habe damals in Bielefeld studiert und ich weiß noch, wie ich da irgendwie überlegt habe, ja, guck, du willst jetzt irgendwie was machen. Damals habe ich noch irgendwie Tapes gemacht, sowas, ne? Richtige Tapes. Und dann habe ich mir überlegt, ja, irgendwie, habe ich denn überhaupt eine Chance, dass irgendwie Leute hier meine Musik mögen in Bielefeld? Ja, habe ich gesagt, okay, vielleicht gibt es 30 Leute, die das mögen oder so, oder vielleicht auch nur 15 oder so. Das heißt, ich musste von vornherein mich nach außen orientieren und habe das auch gemacht. Und das hat sich halt gelohnt. Das war damals dann auch im Rechenzentrum gesessen an der Uni und über einen großen Server, über ein Terminal halt E-Mails geschrieben in die ganze weite Welt. Und das hat sich ausgezahlt. Also ich meine, erstes Album war direkt ein kleiner Hit in den USA, in diesen Ambient-Radiostationen. Ne, Radio gibt es ja in den USA, ist ja ganz anders als bei uns. Ne? Da gibt es ja dieses College-Radio und so. Und da, da, deswegen bin ich halt eben da gelandet, ne? So mit der Sprache. Und ja, aber für mich ist es nicht ausgeschlossen. Also ich habe durchaus auch gute Titelideen, die deutsch sind. Ne? Aber es muss dann irgendwie passen. Ich hätte jetzt vermutet, dass es ein besonderer Moment in deinem Leben vielleicht gewesen ist, dass du einmal kurz auf Deutsch gegangen bist und das Album Aufbruch genannt hast. Nee, das Aufbruch ist einfach, weil ich das mit dem Jan-Peter Schwalm gemacht habe und Jan-Peter jetzt schon seit einiger Zeit darauf ist, eben deutsche Titel zu nehmen, was ich auch sehr gut finde. Also auch bei anderen Alben hat er das gemacht. Und deswegen, also, aber ich, wie gesagt, für mich ist Sprache oder Wörter ist auch Musik. Das ist auch eben irgendwie Klang oder was was beschreibt, wie eine Skulptur so ein bisschen, weißt du? Und für mich muss halt, sag ich mal, die Oberfläche des Wortes irgendwie was für mich bedeuten, was irgendwas mit dem Album zu tun hat. Ja. Zum Beispiel habe ich ein Stück geschrieben, was Todmorden 13 heißt. Und Todmorden ist halt ein Ort in Nordengland.
Und für uns klingt das dann natürlich wie Totenmorden. Was ist das für ein Wort? Da los. Totenmorden heißt das. Ja, und das ist doch geil, oder? Wenn du merkst, irgendwie, da ist irgendwie so zwischen den Sprachen, da sind so, so inspirierende Sachen. Du hörst irgendwie oder siehst irgendwie ein Wort und weißt nicht, wie es ausgesprochen wird. Und das ist ja auch bei den Engländern, wie so, frag mich, Marcus, what is Knoblauch? Knoblauch, ne? What is Knoblauch? Und so witzige Fragen halt, ne? Und das inspiriert mich halt, ne? Einfach so witzige Sachen, die sich irgendwie so, die irgendwie so eine Stimmung haben. Mhm. Und so ist das bei mir mit Sprache auch. Ja. Mega. Ja. Hammer, das war heute ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir. Ich möchte ja, gleich mich hier an meine Instrumente setzen und frei drauf losspielen und mir überlegen, womit ich meine Band in der nächsten Woche bei der Probe schocke, dass ich einfach mal das mache, was ich möchte. Richtig. Guter Ansatz. Ne? Mal sehen, wie die reagieren. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wirklich schon. Ja, ich danke euch. Und du hast gesagt, deine Pläne sind jetzt schon gesteckt, Live-Tour. Du hast gesagt, mit Gary Husband habt ihr auch das zweite schon aufgenommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Genau, das kommt im Herbst raus. Also ich werde im Herbst 50 und da wird es dann einige Specials geben. Ich werde mir einen Wunsch erfüllen. Ich möchte ein Album machen im Stil von Mike Oldfield halt. Also von den ersten drei Alben, also sowas, wo ich alles selbst spiele und so, das ist so ein Traum, den ich mir erfüllen will. Ja. Ich hoffe, dass das was wird. Und ansonsten wird's halt eben, geht's halt weiter. Ne? Also ich meine, Stickman macht ein neues Album gerade. Die EP werden wir schon in 6 Wochen für die Tour fertig haben. Sogar. Mhm. Da warten die Leute drauf. Es sind jetzt, glaube ich, 6 Jahre, seitdem wir das letzte Album veröffentlicht haben. Und also es geht einfach weiter. Wahrscheinlich ist dann für die Veröffentlichung die vergangenen und die noch kommenden, wir haben ja schon darüber gesprochen, hier Moon June, auf Bandcamp wahrscheinlich eine gute Einstiegsseite. Ich glaube, haben wir jetzt an anderer Stelle auch schon gesprochen, dass Bandcamp, glaube ich, so eine Plattform ist, was du eben auch schon beschrieben genau, hast. Genau, Bandcamp, genau. Die genau. Für und Musiker auch noch, sag ich mal, finanziell die beste Variante ist. Genau, und wenn es jemand, sag ich mal, bis zum Ende des Gesprächs schafft, ne? also markusreuter.com, ne? Da kann man halt eben auch, was ich halt eben seit einigen Jahren mache, Coaching mit mir buchen. Also ich bin ja eigentlich Psychologe, ausgebildeter Psychologe und habe quasi das ganze Wissen, was ich im Musikbusiness und im kreativen Business, wenn ich es jetzt mal erworben habe, das gebe ich halt weiter. An Leute, die da irgendwie Input brauchen oder die einfach auch ein bisschen erfolgreicher sein wollen mit dem, was sie ausmacht, ne, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, ja, weil ja. Da gehört natürlich mehr, da gehört natürlich mehr dazu, als nur das zu machen, was man will, das ist ja klar. Ja, es geht ja auch darum, wie ist die Einstellung dazu, wie kommuniziere ich das Ganze und so weiter. Und da habe ich halt eben jetzt in den letzten 15 Jahren ziemlich vielen Leuten auch helfen können. Also das da kann man mich auch erreichen. Ich finde es irgendwie mutig, künstlerisch man selbst zu sein. Ne? Also zu sagen, hier, Leute, ne? Das ist das, was ich euch vorsetze. Ne? Viele ertappen, also ich ertappe mich oft dabei, wenn ich irgendwie denke, okay, ich versuche jetzt mal was zu komponieren. Mhm. Ich denke gleich irgendwie, ich reflektiere zu viel. Was ist das? Wie geht der damit um? Was sind die Auswirkungen? Musiker, mit dem ich spiele, damit um. Ja. Wie kommt das draußen an? Viel zu viel. Also das abzuschalten ist wirklich eine Kunst. Ja? Wenn man da was lernen kann, auch von dir, das ist natürlich toll. Es hat dann natürlich auch damit zu tun, mit welchen Leuten du zu tun hast. Ne? Das ist ja klar. Also in einem gewissen Rahmen sind ja auch Einschränkungen beim Kreativsein was Tolles. Also du bist ja nicht sonntags morgens beim Marmelade aufs Brötchen schmieren kreativ. Sondern du bist eher kreativ, wenn du, ich sag mal, in dem Knast sitzt und überlegst, wie kannst du ausbrechen? Ja, verstehst du? Das ist ja, sag ich mal, du bist ja in der Einschränkung viel mehr inspiriert und motiviert, irgendwie was zu schaffen. Das ist eben die andere Seite der Medaille, weißt du? Mhm. Nämlich einfach nur zu sagen, ja, ich kann ja alles machen oder so, das funktioniert halt auch nicht. Ne? Eben, du musst halt eben immer irgendwie so wissen, aber Ralf, gerne, ne? Melde dich jederzeit. Also, ja. Sind zwar schon ein alter super Sack, aber ich komme. Super eingefädelt. Und wir müssen nochmal reden, noch eine Folge machen und über Mykologie reden. Das haben wir heute
nicht mehr so richtig behandelt. Das wolltest du gerne. Du bist doch Hobby-Mykologe. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich, nicht. Ich weiß aber, warum du darauf kommst. Das steht bei Wikipedia. Das ist der Robert Rich, der ist das. Ach so, okay. Ja. Habe ich das falsch gelesen oder steht das falsch? Ich habe es falsch gelesen. Das kann sein, du weißt ja, wie das ist mit Wikipedia. Also ich lese mir das auch nicht jeden Tag durch. Ich glaube, das ist doch alles stimmt, was da steht. Aber es ist so aufgeploppt in deinem Artikel. Aber weißt du was, hätten wir gerne drüber reden können. Ja. Okay, dann liest sich da also mal die ein, dann reden wir beim nächsten Mal darüber. Genau, aber die Themen gehen uns nicht aus. Ja, also vielen Dank, das war wirklich toll. Und wir könnten wahrscheinlich jetzt noch, wenn wir jetzt nicht abbrechen würden, nochmal 2 Stunden weiterreden. Und ich hoffe, dass wir auch nicht nur bei uns, das hat man uns glaube ich auch angemerkt, auch sondern bei unseren Zuschauern und Followern ein bisschen, sag ich mal, dein Universum verbreiten konnten und ein bisschen anstiften konnten, einfach mit dem offenen Ansatz da reinzugehen. Super, hör mal, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also ich freue mich wirklich, euch kennenzulernen und ich denke dann irgendwann, jetzt wir auf jeden Fall auch irgendwo mal. Ja? Natürlich. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Und okay, allen schönen Abend. Tschüss. Alles Gute und bleib gesund. Jo, tschüss.